Orthopädisten und Orthopädistinnen erstellen Hilfsmittel für Menschen mit eingeschränkter Geh-, Steh- oder Sitzfähigkeit. Durch Krankheit, Unfall oder angeborene Beeinträchtigung können Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein. Mit ihrer Arbeit unterstützen sie diese Personen darin, ihre Mobilität zu verbessern. Sie stellen Prothesen, Orthesen und Rehabilitationsmittel her und passen sie bei Bedarf an. Ich bin Gina Brem, bin 18, mache meine vierjährige Lehre als Orthopädistin im Balgristech in Zürich. Die Universitätsklinik Balgrist betreibt eine hochspezialisierte Amputationschirurgie. Patienten werden nach einer Operation hier durch Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacher, Gipstechniker sowie Physio- und Ergotherapeuten umfassend betreut. Für Gina war schon früh klar, dass dieser Beruf ihren Wünschen entspricht. Ich habe mich für den Beruf Orthopädistin entschieden, weil ich etwas machen wollte, wo ich mit Leuten zu tun habe, auch mit Patienten Kontakt habe, aber trotzdem auch etwas Handwerkliches. Also ich muss etwas in die Hand nehmen, etwas machen, es wirklich sehen, und nachher auch gleichzeitig am Patienten sehen können, wie es funktioniert, ob es funktioniert. So ein kleines Zusammenspiel von beidem. So, Gina, hier haben wir einen Unterschenkelstumpf rechts, ja, von Patienten. Ich habe den bereits modelliert und den Zuschnitt angezeichnet. Ja. Und hätte die Bitte an dich, dass du den zum Tiefziehen vorbereitest. Im Tiefziehen würden wir den dann zusammen. Ja, ist gut. Okay, super, danke. Dankeschön. Um wie hier eine Unterschenkelprothese herzustellen, braucht es einen originalgetreuen Gipsabdruck des Beinstumpfs. Gina bereitet das Modell nun für das sogenannte Tiefziehen vor. Dabei wird ein Probeschaft aus PET hergestellt. Dieser Kunststoff wird nun in einem Ofen bei 175 Grad erhitzt, bis er biegsam wird. Die älteste Prothese, die je gefunden wurde, ist die eines ägyptischen großen Zehs, welcher aus geschliffenem Holz erstellt wurde, entdeckt im Sarg einer Mumie. Mit dem Ersten Weltkrieg stieg der Bedarf an Prothesen für die oberen und unteren Extremitäten in Europa deutlich an. Das Straßenbild war geprägt von kriegsversehrten Soldaten mit amputierten Armen und Beinen. Noch in den letzten Kriegsjahren wurden eine Reihe neuartiger Prothesen mit beweglichen Gelenken erfunden. Durch den allgemeinen Fortschritt der Medizin durchlebte die Orthopädie in den vergangenen Jahrzehnten eine enorme Entwicklung bis hin zur elektronisch gesteuerten Hand, die durch Muskelimpulse aus dem Gehirn gesteuert wird. Auch im Sport verhelfen neuartige Materialien den handicapierten Athleten zu Höchstleistungen. Und sogar das Showbusiness versteht es, die Prothese als gekonntes Stilmittel einzusetzen. Nun muss es schnell gehen. Das PET ist genügend erhitzt und somit formbar. Der Kunststoff passt sich nun Stück für Stück dem Abdruck des Stumpfs an. Genau, fast nur im Eigendruck. Jetzt kannst du schon anfangen, so ein bisschen, genau, ein bisschen ranarbeiten, dass es keine Falte gibt. Florian Müller ist Ginas Lehrlingsbegleiter. Er weiß, was man mitbringen sollte, um sich in diesem Beruf wohlzufühlen. In erster Linie Interesse natürlich, Interesse an der Symbiose vom Handwerklichen und dem Medizinischen, was wir haben. Das heißt, handwerkliches Geschick ist natürlich eine gute Grundlage. Dann Interesse am menschlichen Körper, an der Anatomie und vielleicht auch den sozialen Aspekt nicht zu vergessen, weil man arbeitet oder wir arbeiten mit Menschen, für Menschen. Und das ist Kern unserer Tätigkeit. Einmal in der Woche besucht Gina die Berufsschule. Heute steht ein Postenlauf mit verschiedenen Schienen und Bandagen, sogenannten Orthesen, auf dem Programm. Da könnt ihr versuchen, mit eurem Vorwissen oder auch so, sage ich jetzt mal, mit der Logik, die wir bis jetzt schon ein bisschen angeschaut haben, versuchen, diese Orthesen oder Bandagen zu dieser Krankheit, zu diesem Krankheitsbild eigentlich zu platzieren. In der Berufskunde wird, wie hier, sehr praktisch gearbeitet. Die Lernenden sollen die Hilfsmittel anfassen, ausprobieren und ein Gefühl dafür bekommen.
Was schulisch sonst noch gefordert wird, weiß Frau Steinmann. Zum Beispiel Pathologie, Anatomie, das ist auch in der Sprache, es ist ein Auswendiglernen. Dort, das ist ein Stoff, den man wirklich reinhämmern muss. Das ist, geht nicht anders. Und in der Berufskunde hat man wirklich gute Möglichkeiten, eben mit so Beispielen zum Anlängen, das kann man ohne gross schulische Vorwissen machen. Und ich denke, das Handwerkliche ist im Vordergrund. Diese Schülerinnen und Schüler sind im dritten Lehrjahr. Wie bewerten Sie Ihre bisherige Ausbildung? Mir gefällt die Arbeit mit den Leuten extrem gut. Mit Verbindung mit dem Handwerk. Ich arbeite gerne etwas mit meinen Händen. Und am Schluss das Ergebnis irgendwo durchzusehen, das gefällt mir gut. Den Leuten etwas Gutes zu tun. Du hast viel Kundenkontakt und am Ende des Tages kannst du einfach sagen, du hast jemandem geholfen. Ich sehe so ein bisschen die menschlichen Aspekte, also das Medizinische, ich sehe das Handwerkliche, ich sehe jetzt, also vor allem ich, wie jetzt in der Kinderarttätig, ich sehe die Kleinen aufwachsen, ich sehe die bis mindestens 18 sind, sehe ich die regelmässig. Das finde ich halt auch mega schön. Die Anatomie ist sehr anstrengend zum Lernen, aber es ist schön, wenn man auch ein Wissen hat über das. Dieser Patient hat eine hochmoderne myoelektrische Prothese und kommt zu einer Routinekontrolle. Jetzt stellt er eine Verbindung her zu der Hand und jetzt siehst du dort die Übersicht von all diesen Griffen, die die Hand kann. Und da siehst du die verschiedenen Umschaltmuster. Ja. So wie er kann die Hand steuern, also wie er kann umschalten von verschiedenen Griffen. Ja. Also vom Spitzgriff oder zum Faustgriff oder wie immer. Nebst dem technischen Wissen gibt es aber noch weitere Fähigkeiten, die in diesem Beruf eine zentrale Rolle spielen. Feinfühligkeit und Empathie im Umgang mit Patienten sind sehr wichtig und gleichzeitig auch herausfordernd. Die grösste Herausforderung ist sicher mit den Patienten zusammen, dass der Patient glücklich ist mit dem, was ich ihm gebe, ich aber auch glücklich bin, was ich ihm kann abgeben kann, dass das gut ist und dass wir auch beide ein gutes Zusammenspiel haben und halt auf den Patienten können einzugehen. Dürfte ich eigentlich den Stumpf noch sehen? Und kurz könnte ich die Prothese ausziehen? Selbstverständlich, ja. Sehr gerne. Die Prothese. Ich kann mir sie geben, dass sie kurz dahinter. Ja. Jetzt siehst du die Abdrücke oder, von der Elektrode. Ja. Das ist schön, wenn man die sieht. He? Das heisst, sie haben auch guten Kontakt zur Haut. Ja. Wenn man die nicht würde sehen, dann hätten die, ja, genau, hätten zu wenig Kontakt. Oder? Ausgelernte Orthopädisten haben gute Chancen, nach der Lehre eine Stelle zu finden und können mit einem Gehalt von 3.800 bis 4.300 Franken rechnen. Einwandfrei, ja. Außerdem gibt es für junge Berufsleute einige Weiterbildungsangebote. Der Berufsverband sowie das Schweizerische Institut für Unternehmerschulung bieten verschiedene Weiterbildungskurse an. Mit 2 Jahren Berufserfahrung kann man sich mit der Berufsprüfung zum Fachmann für Reha-Technik weiterbilden. Und die höhere Fachprüfung ermöglicht ein eidgenössisches Diplom als Orthopädistin. China macht sich nun daran, den Unterschenkelschaft vom Sockel zu befreien, um ihn weiter bearbeiten zu können. Was sie nach ihrer Ausbildung machen möchte, weiß sie schon ziemlich genau. Ich möchte nach der Lehre sicher noch reisen ein bisschen und die Berufsmatura. Das wäre schon mein Ziel, dass ich die noch machen kann. So vielleicht so ein Jahr nach der Lehre. Zuerst noch ein bisschen arbeiten, dass ich noch mal ein bisschen reinkomme. Ja, nach der Matura habe ich mir noch nicht so genau überlegt, was ich jetzt genau machen möchte, ob ich irgendetwas möchte studieren oder nicht. Mein Gedanke ist einfach, so einfach wie nach der Lehre kannst du die Matura nicht mehr machen. Dass du nur drin bist beim Lernen und all das. Auch Roger Ungricht hat ursprünglich die Lehre als Orthopädist absolviert. Nach mehreren Jahren Berufserfahrung machte er in Deutschland die Ausbildung zum Orthopädie-Technikermeister. Heute ist er Geschäftsführer von 2 Filialen der Firma Becker Orthopädie. Er arbeitet nach wie vor an der Front, betreut Kunden und stellt für sie die nötigen Hilfsmittel her. Auf das Wissen seiner Grundbildung greift er immer wieder gerne zurück.
die handwerklichen Fähigkeiten, die man dort mit auf den Weg bekommt, die sind elementar. Das, was man dort nicht gelernt hat, was der Hänsli nicht gelernt hat, wird der Hansa nicht mehr lernen. Das ist dort sicher ganz wichtig in der Lehre, dass die Fertigkeiten immer wieder wiederholt werden, dass die sitzen, dass die bleiben. Wie das bleibt bis zur Pension, würde ich sagen, wenn man auf dem Beruf bleiben. Es sind neue Aufgaben dazugekommen, mehr mit IT, was es damals so noch nicht gegeben hat. Aber man kann schon sagen, die Lehre ist ein elementarer Bestandteil auch heute noch von unserem Job. Ja. Zurück in Chinas Lehrbetrieb. Nun wird sie den neu hergestellten Schaft vom Gips befreien. Mit einem kleinen Presslufthammer entfernt sie Stück für Stück. Dabei muss sie sehr behutsam vorgehen, um das Pad nicht zu beschädigen. Dieser Schaft ist ein sogenannter Probeschaft. Die Prothese wird dem Patienten über Wochen und Monate angepasst und ausgebessert. Erst wenn alles sitzt, wird ein neuer Schaft aus ultraleichtem Carbon hergestellt. Bis heute hat es China nicht bereut, sich für diesen Beruf entschieden zu haben. Ich bin sehr happy, dass ich in diesem Beruf gelandet bin. Mir gefällt es wirklich seit 2 Jahren komplett. Es ist mega cool und ich bin sehr glücklich mit dem. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Die Ausbildung zur Orthopädistin oder zum Orthopädisten ist sehr abwechslungsreich. Gute handwerkliche Fähigkeiten und vor allem hohe Sozialkompetenzen werden vorausgesetzt. Im Dienste der Patienten helfen sie mit, das Leben von körperlich beeinträchtigten Menschen alltagstauglicher und lebenswerter zu machen.